Wir suchen den Viertelfinalgegner für Mainz 05. Und den ermitteln wir zwischen Rasenballsport Leipzig und dem Hamburger Sportverein. Und ehrlich gesagt, habe ich keine große Lust, hier einen Favoriten zu benennen, weil Sie wissen ja, wie das ausgeht. Recht habe ich eh nicht. Deswegen lassen wir das Spiel einfach mal auf uns wirken. Und Christian Westermann entscheidet. Kein Tor, der Ball auf der Linie gerettet. Meine Wahrnehmung von hier bestätigt das, weil mein Platz jetzt nicht der komfortabelste ist für die Torlinie. Aber die Proteste Leipziger auch nicht allzu groß, von daher die Entscheidung wohl korrekt. Schön gespielt jetzt von den Hamburgern und dann der Abschluss von Fiete ab. Hamburger Kapitän. Und die Überzahl. Er macht's allein, er macht's ganz cool. Murat Mamudov zum 1:0. Für Leipzig. Murat Mamudov für RB zum 1:0. Freistoß wieder für die Leipziger. Im vorletzten Achtelfinale. Des Tages. Die Hamburger jetzt wieder mit der nächsten Möglichkeit. Zweimaliger Titelträger. 2009 und 2014 konnten sie den Cup nach Hause holen an die Alster. Ganze bei 14 Teilnahmen. Die Leipziger ja, wie schon erwähnt, zum allerersten Mal bei diesem Turnier dabei. Einer wachsenden Jugendarbeit. Wir haben gestern kurz drüber gesprochen. Natürlich gibt es kontroverse Meinungen zum Thema Red Bull, dem Engagement im Fußball. Meine persönliche Meinung ist da nicht so kritisch wie von vielen Fußball- Traditionalisten, in meinen Augen, nehmen erst die Chance der Hamburger mit. Klasse vereitelt vom Mindener Joshua Weking. Er hier aus der Region. Also die Leipziger, und nur die Leipziger, sondern auch in Salzburg, in New York, in Brasilien und auch in Südafrika. Mit vor allen Dingen Geld für großartige Jugendarbeit ausgegeben. Tolles Jugendkonzept, klare Spielvorstellung, die besten Trainer. Das ist nichts Verwerfliches. Da wird einfach richtig gute Arbeit geleistet. Und der Profibereich, das mag jetzt vielleicht noch alles etwas anders sein. Mit vielen, vielen Zukäufen auch an jungen Spielern. Aber die nachhaltige Arbeit der Leipziger in meinen Augen nicht so kritisch, wie sie vielleicht von vielen, vielen anderen in Deutschland gesehen wird. Aber das, wie gesagt, auch nur die persönliche Einschätzung. Spannend sind sie auf jeden Fall für alle Leute, die sich mit Fußball beschäftigen.
auf Sky lief, vor wenigen Wochen eine Dokumentation über das Leistungszentrum, eines der größten und modernsten hier in Deutschland. Jetzt die große Chance für die Hamburger zum 1-1 und sie wird genutzt. Igor Zakov Netz ein für den HSV. Hamburg mit 4 Punkten in der Vorrunde, alles dabei gehabt, ein Sieg gegen Osnabrück im letzten Spiel, 4-2, ein Unentschieden, 3-3 gegen Stuttgart und auch eine Niederlage, 1-5 gegen Schalke, die wiederum schon wieder ausgeschieden sind. Die Leipziger mit 6 Punkten, Arminia Bielefeld 3-2 geschlagen, 5-0 gegen Nürnberg und eine 4-5 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Klasse, technisch gemacht! Wunderbares Tor. Wieder Murat Mahmudov. Wartet mit Name, viel Gefühl im Fuß. Und dann getroffen. Schönes Tor. Hamburger jetzt mit einer großen Chance zum Ausgleich. Links gezogen. Also die Hamburger gucken gefährlich ihre Mannschaft. Allerdings schaffen sie ihre großen Chancen wirklich in Tore umzumünzen. Trainer der Leipziger, ein ganz spannender Mann, Sebastian Hoeneß. Ja, Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß und ja, gilt als absoluter Fachmann als Jugendtrainer. Während es jetzt hier ein Freistoß von Schiedsrichter Christian Westermann vom FC Lübbecke gibt. Also Sebastian Hoeneß spielt er unter anderem bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC Berlin und bei der TSG Hoffenheim. Das allerdings vor Erst- und Zweitliga-Zeiten. Jetzt gibt es etwas Unmut bei den Hamburgern. Freistoß wurde verwandelt, aber war noch nicht freigegeben. Zweiter Versuch jetzt. Da hat sie dazwischen. Klasse gespielt! Wunderbarer Doppelpass! Und das 2-2. Schönes Tor. Torschütze. Und die Nummer 10,
Erolend Krasicki. Klasse gespielt. Also hier ein sehr, sehr gut klassisches Achtelfinale zwischen Hamburg und Leipzig. Tendenz noch nicht wirklich zu erkennen. Wer es geschafft in die Runde der letzten Acht. Breit, Pressball geht an Leipzig. Oh, das war ein Treffer, der genau passte. Vorlage kam von Phil Krüger. Torschütze für Hamburg. Alvin Seitz. 3:2 für die Norddeutschen. Leipzig jetzt unter Zugzwang. Viereinhalb Minuten vor dem Ende. Wie gesagt, der Sieger des Spiels trifft auf den FSV Mainz 05, auf den Titelverteidiger. So oder so kommt eine attraktive Viertelfinalpaarung bei raus. Jetzt wieder überfallartige Umschaltspiel der Leipziger. Aber jetzt der Ballverlust. Hamburg geht in Überzahl. Auf das Tor. Wieder Hamburgs Nummer 9 trifft Ole Wollers zum 4:2. Von Leipzig muss jetzt was kommen. Von Leipzig kommt was, aber es kommt noch kein Tor. Nächster Versuch, Abpraller von der Bande, wieder mit der Bande gespielt. Gute Idee. Und jetzt der Ball im Aus. Viking. Kurze Saison des Hamburger Sportvereins. Wir hoffen, dass wir das reinbekommen. Katastrophaler Saisonstart. Unser Trainer Rudolfo Esteban Cardoso. Jetzt ist 6 Spiele, 6 Niederlagen. Dann der Trainerwechsel zu Achim Pfeifel, dem 51-jährigen Fußballlehrer. Seitdem 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Für die Hamburger immer noch am Abstiegsplatz, aber der Turnaround ist geschafft. Die beiden Niederlagen gab es ausschließlich gegen 2 Spitzenteams der Liga, der Regionalliga. Von daher sind die Hamburger guter Dinge, auch hier den Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt heißt es aber erstmal, das Viertelfinale zu schaffen. Und da sind sie auf einem sehr guten Weg. Leipziger Tabellensechster der Regionalliga, allerdings das noch etwas verfälscht. 2 Spiele weniger. Würde man die gewinnen, ist man punktgleich mit Hertha BSC Berlin und dem FC Hansa Rostock. Von daher, auch hier mischen die Leipziger ganz, ganz oben in der Tabelle mit dabei. Jetzt aber ganz viel Platz und der Anschlusstreffer für Leipzig durch Tom Kraus. 1:34 auf der Uhr und 3:4 der Spielstand. Das heißt für uns, hier ist jetzt heute die Musik drin. Die Hamburger bleiben gefährlich vorne. Dann haben die Hamburger eben etwas gepennt. Tom Kraus sträflich freigelassen. Das bei einer 2-Tore-Führung kurz vor Ende. Schon unnötig. Langer Ball von Viking jetzt. Auf Mekunen, der verliert den Ball. Ja. Dann von der Bande nochmal Freistoß für den HSV.
Zeit läuft. Ballbesitzwechsel zu Leipzig. Klasse gespielt. Riesenchance und der Ball geht rüber. Tom Kraus, einen Meter vom Tor. Geht nur die Fußspitze dran. Und löffelt den Ball dann über die Latte. Aber immer noch alles drin. Überzahl jetzt für Leipzig. Aber dann der Abschluss, viel zu überhastet. Von Murat Mamudov. Zwei Tore schon gemacht in diesem Achtelfinale. Der Ball jetzt soweit. 44 Sekunden auf der Uhr. 4:3 Führung. Für die Leipziger und Ballbesitz für die Leipziger. Uhr ist wieder angehalten. Ein Tor und wir haben hier das erste 9-Meter-Schießen in diesem Turnier, ja. Viking. Oh, rüber. Nicht gut gemacht. Uhr ist wieder angehalten. Auch das gehört zu den neuen Regeln. Die letzte Minute wird rein netto ausgespielt. Die Uhr wird sofort angehalten. Freistoß muss nochmal ausgeführt werden. So, Leipzig hat den fünften Feldspieler drauf. Das heißt, jetzt Überzahl für die Leipziger. Natürlich volles Risiko. Was haben die auch noch zu verlieren? Der Ball jetzt in die Spitze gespielt. Aber es ist wieder bei Keeper Phil Krüger. Der wieder mit dem ganz weiten Abwurf. Wieder gegen das Hallendach. Das so sinnvoll ist, was er da macht. 24 Sekunden auf der Uhr. Leipzig wieder im Angriff. Der Ball jetzt links rüber gespielt. Hamburg da. Westermann im Weg. Ballbesitz Leipzig. Immer noch 15 Sekunden. Ein Schuss mit der Hacke. Pfosten. Nachschuss. Tor. 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 Tom Kraus. 4:4. 11 Sekunden vor Ende. 4:4. Ich gehe nämlich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Bei den Mühlis wurden wir dafür abgestraft. Ob es jetzt dann noch mehr das Schießen gibt oder nicht. Aber wir sind zumindest ganz, ganz nah dran. Hamburg wieder im Ballbesitz. Westermann wieder im Weg. Fällt da aus, jetzt das Tor für Leipzig. Nein. Ball nochmal geklärt. Krüger ist da. 2 Sekunden, Spiel ist rum. Wir gehen ins 9-Meter-Schießen. Das erste 9-Meter-Schießen in einem diesjährigen Turnier. Gerechtes Unentschieden auf jeden Fall. Kurz auch hier zum Regelwerk. Jede Mannschaft benennt 3 Schützen. Soll es dann noch unentschieden stehen, geht es im Sub-Test weiter und dann muss der ganze Kader mitschießen. Also alle Spieler, die gelistet sind, dann vom Punkt. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es hier so ein langes Drama geben wird. Natürlich jetzt auch die beiden Keeper hier im Rampenlicht. Der Mindener Joshua Weking und der Hamburger Keeper Phil Krüger. Leipziger Sekunden vor Abpfiff mit dem 4:4. Das sind eigentlich Geschichten, die ein Turniersieger schreibt. Aber der Weg ist natürlich noch lang. Schossen wird auf das von Ihnen aus gesehen rechte Tor. Jetzt wird gerade noch gewählt, welche Mannschaft beginnt. Und dann kann es losgehen. Erster Schütze beim HSV, Joshua Bagonoman. Tredan,
und trifft. 5-4. HSV. Für Leipzig nun am Punkt. Fabrice Hartmann. Gegen Phil Krüger. Und er verschießt. Phil Krüger. Mit der Parade. Stark gehalten. War gar nicht so schlecht geschossen. Und der nächste Hamburger am Punkt. Er trifft ganz cool. Unten links. Ole Wolas. 3 Tore in der Regionalliga erzielt. Hier legt er richtig los. Jetzt Leipzigs Jordan Born vom Punkt. Und er muss jetzt schon treffen. Ansonsten steht der HSV im Viertelfinale gegen Mainz. Treffer! Hält die Leipzig am Spiel. Und jetzt kann hier der Hamburger Kapitän das Spiel entscheiden, indem er trifft. Ball liegt. Ball ist frei. Und Hamburg ist noch nicht im Viertelfinale. Klasse Parade von Viking. Jetzt aber mächtig Druck im Kessel für Yannick Bachmann, denn er muss treffen, um hier auf Gleichstand zu ziehen und seine Mannschaft im Turnier zu halten. Bachmann. Er trifft. 6-6. Und jetzt haben wir es gesagt, jetzt geht's heiter weiter. Jetzt schießt der ganze Kader am Sundays durch, bis ja eine Entscheidung gefallen ist. Alvin Seitz tritt an für die Norddeutschen. Ball liegt im ersten Versuch nicht gut. Das ist immer ein Spiel für die Nerven. Trifft ganz cool unten links rein. Alvin Seitz. Jetzt Diskussion, wer schießt. Und jetzt, oh, zu spät entschieden zu schießen. Tom Kraus. Jetzt aber ganz entschlossen zum Punkt. Trifft, der geht's weiter, verschießt erst Hamburg durch. Es geht weiter. Und links, ganz platziert. 7-7. Schöner Abschluss. Weiter geht's mit Fiete Arp. Der ist aktueller U16-Nationalspieler. Kommt gerade frisch aus La Manga, dem Trainingslager der U16. Tritt an. Und trifft rechts. In die Ecke. Ganz cool. Jan-Fiete Arp. Leipzig muss wieder treffen. Und Leipzig trifft. Nord Pablo McConnen zum 8-8. Und alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten. Abgewehrt, Viking hält den Abschluss von Tobias Knust. Und jetzt die Chance für Leipzig. Hier durchzukommen. Jan-Erik Hempel mit der Chance für Leipzig. Linksfuß. Alles klar zu machen. Er verschießt ebenfalls. Es bleibt beim 8-8. Phil Krüger kriegt die Pranke hoch und legt den Ball übers Tor. Boah, ist geil hier. Fabrice Hartmann. Hamburg. Pfosten! Jetzt das nächste Spiel. Nochmal das gleiche. Wieder die Chance für Leipzig, alles klar zu machen. Diesmal will es Nico Böhmer vollenden. Latte! Zweimal Aluminium! Das ist ja irre! Nico Böhmer hat die Latte. Gleich beim
Nächster Versuch. Hamburg. Ball ist frei. Und Ball ist nicht im Tor, weil Wilking wieder hält. Beide Keeper laufen jetzt hier zu richtig starker Form auf. Wobei der Ball zugegebenermaßen ziemlich schwach abgeschlossen war. Von Igor Zwakov. Jetzt Leipzig. Mit der Chance, alles klar zu machen. Leipzig ist im Viertelfinale. Murat Mamudov trifft für Leipzig. Der Hamburger Sportverein scheidet aus. Leipzig trifft auf Mainz 05.